Ich komme jetzt rein. Vielleicht schaffe ich es auch vorbei. Ab durch die Mitte. Vielleicht habe ich es geschafft, an diesem Kampf vorbeizukommen. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ganz kampflos wird das wohl nicht gehen. Ich fürchte, dass da gleich mir irgendjemand auf die Zehen steigt. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Das ist irgendwie nur so ein Säulengang, ne? Scheint nichts Spezielles zu sein. Sieht aber so aus, als wäre ich hier in dem Raum erstmal noch safe. Okay, da muss ich wohl da hinten durch die Door. Ich hoffe, dass ich hier nichts Wichtiges ausgelassen habe, sondern nur den Kampf. Und da ja die Vorsicht, die Mutter von einer Porzellankiste am Sein ist, speichern wir lieber mal ab. Wer weiß, was sich hinter dieser Tür verbirgt? Der Tod. Geht's hier irgendwo nach rechts oder links? Nein. Gut, viel Auswahl bleibt nicht mehr, ne? Die Räumlichkeiten werden immer enger. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir gleich da sind. Wo auch immer da ist. Und was auch immer da ist. Treppe hoch. Schluck. Das speichern wir ab. Jo. Da würde ich doch mal sagen, wir gehen mal rauf. Uiuiui, hoffentlich gehen wir nicht drauf. Irgendjemand hat das Licht ausgeknipst. Magische Laterne. Es misslungen. Du bist so doof. Dann nimm eine Fackel. Oh, das steht hier unter Wasser. Wie kann das eigentlich sein? Dass das Wasser nur in der oberen Etage steht. Hä? Es ist ja merkwürdig. Also ich würde jetzt so sagen, dass sie hier durch Wasser warten. Wie kann denn das sein, technisch? Müsste doch eigentlich die Treppe runterfließen. Ich glaube ja nicht, dass es einfach nur so bemalt ist. Eine riesige Halle? Ich wollte schon sagen, mit nichts drin. Okay, seid ihr die gleichen oder seid ihr was anderes? Das sind auch wieder Minotauren. Ich habe ja vor der Treppe abgespeichert. Ich frage mich, ob das ein Zufall war, dass die den Eisspruch abgefangen haben. Oder sind die wirklich immun gegen Eisschauersprüche? Das werden wir gleich wissen. Ja, sonst muss ich halt nochmal laden. Igel hatte noch gar keinen Posten zugewiesen gekriegt. Jetzt. Das muss Zufall gewesen sein. Weil die haben den jetzt abgekriegt. Nach welchen Kriterien mag das gehen? Ich kann jetzt aber auch kein Eis-Dings mehr. Das heißt, ich würde sagen, jeder haut jetzt erstmal hier so mit allem drauf, was geht. Kümmern wir uns erstmal um die vorderen hier. Ah, pass auf, jetzt hauen alle auf einen und der ist gleich mit einem Schuss weg. Okay, der Rest haut daneben. Scheiße, dass nur einer nach vorne kommt. Gut, na, hauen wir mal alle der Reihe nach weg. Danach kann man immer noch rasten. So, schauen wir mal so.
misslungen. Edgy Badge. Ah. Ja, so ein bisschen Rast wäre danach wahrscheinlich schon angebracht. Zäher Bursche. Nochmal. Weg damit. So, sein Spruch ist auch misslungen. Wir machen das mal so. Wobei das spielt wahrscheinlich auch keine große Rolle mehr. Alle anderen, die sich nicht bewegen, schießen aus der Ferne drauf. Wobei, der kommt wahrscheinlich gleich näher. Ne, der bleibt lieber da hinten stehen. Ja, geil! Aus der Ferne weggerotzt. Gut, das gefällt mir. Das können wir so weitermachen. Jetzt ist erstmal Zeit für Speichern. Sansri Tempel 2. Dum, da, dum, 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 da, 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 da. Ich glaube, es ist noch keine Zeit zum Rasten. Doch. Okay. Hör mal. Ja gut, das verstehe ich zwar jetzt nicht. Kann die denn schon wieder nichts tragen, die Alte? Ja, wahrscheinlich wegen der Goldmenge. Kann jemand von euch 100 Gold tragen? Ja. Kannst du jetzt? Ne, immer noch nicht. Kann auch jemand 300 Gold tragen? Okay. Jetzt kann sie auch eine Ration zu sich nehmen nach dem nächsten Fight. Speichern wir nochmal ab. So, denn Tomaniac, mach Funzel. Oh, speichern. Tomaniac hat Funzel gemacht. So. Ja. Eine Riesenhalle. Und hier irgendwo spukt das Vieh bestimmt rum. Ich sehe erstmal einen Fight auf mich zukommen. Warte mal eben. Ne, von da. Und da bin ich aber wahrscheinlich gekommen. Wir sind gar keine Treppe hochgegangen, auch wenn es so aussah. Wir sind eine Treppe runtergekommen. Das würde Sinn machen. Das würde mir auch bedeuten, weshalb hier der untere Teil unter Wasser steht. So wie wir das ja auch schon von den Leuten im Ort Snake Sign gehört haben. Oh, ein Raum voller Teleporter. Na super. Das kann ja wieder alles bedeuten. Ach du Scheiße. Ich trau denen nicht. Muss ich da durch? Das sieht leider ganz danach aus. Das wimmelt ja vor Teleportfeldern. Aber ich würde es nicht wundern, wenn du da irgendwo rauskommst und stehst voll in der Scheiße. Sprich, du kriegst hier voll irgendeinen Kampf ab. Oh Mann, welchen Teleporter nehme ich denn bloß? Ich würde sagen, wir speichern das ab. Und dann Augen zu und durch, ne? Teleporternummer. Ah, das ist unten rechts, gleich der erste. Halt, stopp! Wer sagt denn, dass ich da durch muss? Moment. Ah, ich sehe schon, dahinter ist ja auch eine Wand. Also gut, Augen zu und durch. Und schon ein Kampf. Wie hätte es auch anders sein können?
sind alles normale. Normalos. Ich würde sagen, da unten immer 2 auf 1. Beziehungsweise sie macht noch bei ihm mit. Er kriegt hoffentlich seinen Eisschauer durch. Und er haut da hoffentlich auch einigermaßen rein. Bitte, bitte. Und bitte lass es von niemandem abwehren. Jawohl. Jeder hat Schaden abgekriegt und dem Hinteren hat's gelangt. Der ist satt. Oh, alles richtig eingestellt hier. Ja, den Rest müssen wir händisch hinkriegen, weil einfach die Spruchpunkte nicht reichen für einen zweiten Eisschauer. Gratuliere, Tomaniac, du hast gerade einen kritischen Fass reingesetzt. Nicht versetzt. So. Ja, jetzt kümmern wir uns mal hier so nacheinander drum. Die Nahkämpfer, die alle hier dran kommen, gehen dahin. Die aus der Ferne hier. Und Melvin darf gerne nochmal einen kritischen machen. Ja, dann lache ich mich schlapp. Wenn das passiert. Valdin! Melvin hat natürlich daneben geworfen, weil Valdin da vorher das Ganze klar gemacht hat. Juhu, willkommen! So, und jetzt alles. Na. Alles drauf! Jeder haut, was er kann! Melvin hat ihn umgebracht. Sabine erreichte soeben Level 25 und hat 12 Spruchlernpunkte. Ja, aber auch da, die heftigen Sprüche zu lernen kosten irgendwie um die 20 mindestens. Ne, da müssen wir ja nochmal gucken. Valdin, Level 22, 2 Attacken pro Kampfrunde. Sehr schön. Stelle fest, wir sind hier ganz gut am Aufleveln. Und Gold gibt es auch immer wieder oben drauf. Nur irgendwie ist es so, dass wir ja mal satt sind mit Gold, ne? Ich speichere das mal ab mit dem. Sansri Teleport 1. So, wir sind ja im ersten Teleporter unten rechts gewesen. Ich hoffe, ich kann mir nachher noch merken, was mit 1, 2, 3, 4 bis 9 gemeint war. Wo sind wir denn? Aha. So sieht's hier aus. Ja, wie sieht das denn hier nur wieder aus? Scheiße, ich konnte mich nicht erholen. Gefällt mir nicht. Probieren wir dann so, ne? Melvin versucht's mit einem Feuersturm hier vorne. Alles andere bratzt auch hier vorne erstmal drauf. Und dann holen wir uns nachher die anderen. Was? Die Axt ist zerbrochen? Scheiße, das heißt, dass ich muss gleich sowieso nochmal laden. Ah, das ist ja schon ewig nicht mehr passiert, dass mir eine Waffe kaputt gegangen ist. Melvin hat den Spruch abgewehrt. Gut, jetzt weiß man ja, was hier auf einen zukommt. Das heißt wahrscheinlich auch. Das heißt gut, dass ich das gerade abgespeichert habe. Ich glaube, Rasten kann ich hier knicken. Ja, ich muss ja. Die gehen mir so lange auf den Sack, bis ich gegen die kämpfe. Also von dem her
habe ich ja gar nicht die andere Wahl, ne?